Hier war eine ganz wichtige Stelle für alle Tiere. Die konnten hier frisches Wasser trinken. Das hat hier getropft, ein bisschen. Also das ist ja wie zwei Gartenschläuche, die aneinander geschlossen sind. Und je nachdem, wie man das zusammenschraubt, kann es halt ein bisschen da raustropfen. Und ja, das war eine extrem wichtige Wasserstelle. Also da waren immer viele Vögel. Und ja, hier stand eines Tages dann eine grüne Gießkanne bei mir. Da hat jemand versucht, das Wasser aufzufangen. Und ja, heute steht sie nicht mehr da. Heute ist Dienstag nach Pfingsten und gestern an Pfingstmontag wurde ein neuer Hahn einfach montiert und die Wasserleitung wurde hier einfach stillgelegt, obwohl die hier zu dem Nachbargarten führt und die haben jetzt kein Wasser mehr. Also es ist hier Hausfriedensbruch noch und nöcher. Und prompt ist auch heute ein Vogel ertrunken, beziehungsweise er ringt noch um sein Leben bei dem Nachbarn. Es ist nämlich so wichtig, dass die Vögel hier trinken können, weil hier keine Gefahr ist zu ertrinken. Die ertrinken in einem Eimer, wenn ein bisschen Wasser im Eimer ist, ertrinken die im Eimer oder bei den großen Behältnissen von den Wasserentnahmestellen. Da müssen immer Stöcke drin sein, weil sonst ganze große Greifvögel, wunderschöne Tiere, liegen dann da tot im Wasser. Und das ist herzzerreißend. Ja, und ich fühle mich komplett traumatisiert, weil ich jetzt hier keine... Also mein gesamter Garten war voll mit Wildbienen. Und ich sehe jetzt nur noch diese Zuchtbienen bei mir im Garten. Und bei meiner Nachbarin. Also ich fühle mich jetzt gerade zu meiner Nachbarin. Ja, und ich hatte wirklich jedes Jahr, weiß nicht, 7 Jahre lang oder so, jedes Jahr ein Erdhummelvolk unter meinem Schuppen. Und wenn man den Schuppen betreten hat, dann hat das immer schon so gemacht. Aber da ist so ein Holzgitterboden und darunter ist die Erde. Ja, ich konnte auf dem Holzgitterboden ganz normal alles machen. Das hat die gar nicht gestört. Also die sind an der Seite von der Tür, sind sie reingespiert oder unter der Tür durch, sind direkt unter das Holzrost und in der Erde verschwunden. Und was ich da gemacht habe, hat die gar nicht gestört. Und die sind ja so herzzerreißend süß. So ein Erdhummelvolk ist das Schönste, was einem passieren kann im Garten. Und ja, das macht mich so entsetzlich traurig. Also ich vermute mal, dass dieser Mensch da, der da dieses Zuchtbienenvolk hingestellt hat, vielleicht das einfach im Internet gekauft hat und überhaupt gar keine Ahnung hat von Garten und Tieren und einfach nur frech, übergriffig. Ja, ich möchte nicht sagen kriminell ist, aber diese Methoden... Ja, jetzt ist hier jemandem das gesamte Holz geklaut worden. Also heute hängt ein Schild am Tor. Sein ganzes Holz ist geklaut worden. Also steht nicht geklaut, sondern es ist nicht mehr da und derjenige soll es bitte wieder zurückbringen. Aber so hält man das ja nicht aus. Da kriegt man ja jedes Mal einen Herzinfarkt, wenn man in seinen Garten kommt. Wieder irgendwas unvorstellbar Schreckliches ist passiert. Also hier habe ich jetzt einen kleinen Deckel hingestellt mit Zuckerwasser, weil diese Zuchtbienen nehmen ja den richtigen Bienen die Nahrung weg. Und dann sind die so geschwächt, dass die sterben. Und damit die halt nicht sterben an Schwäche, soll man halt kleine Behälter mit Zuckerwasser aufstellen, dass die sich stärken können. Ja, und hier drinne kann eigentlich kein Vogel ertrinken. Oh, hier habe ich ja Stöcke drinne, aber in den anderen sind die alle rausgenommen worden. Und hier wimmelt es von kleinen Tierchen. Das kann man jetzt wahrscheinlich nicht gut filmen. Aber wenn man hier davor steht, ist man doch erstaunt,
Man denkt, es ist einfach ein Becken mit Wasser, aber das ist ein Becken mit ganz kostbaren kleinen Tierchen drin. Manche Libellenarten brauchen ja 7 Jahre, bis sie dann entstehen. Ich bin ja kein Biologe und habe jetzt nicht so die Ahnung. Aber so stehendes Wasser, da ist wirklich Leben. Wo Wasser ist, da ist Leben. Aber mein allerliebstes Hobby war immer, hier meinen geliebten Hummeln zuzugucken. Und jetzt ist keine einzige mehr davon da. Sie machen, was sie wollen. Kleine Behälter aufzustellen mit Zuckerwasser kann eigentlich jeder machen für die Hummeln. Keinen Honig kaufen und essen. Nichts von Bienen kaufen. Was von Bienen ist, kaufen. Zum Beispiel Lavendelblüten sind ganz wichtig für echte Bienen wie Hummeln. Kann sich ja auch jeder auf die Fensterbank stellen. Also besonders am Ende des Sommers sind die irgendwo schnell am Verhungern, die echten Bienen. Und deswegen sind Pflanzen wichtig, die eher am Ende des Sommers blühen. Also Lavendel und Malven lieben die Hummeln. Ja, gibt ganz viele Pflanzen. Ich werde auch noch mal ein paar neue ausprobieren, die es da gibt, die angeblich besonders gut den Hummeln helfen. Die Armen, die halten hier die ganze Welt zusammen und versorgen uns, also sind sozusagen die Grundlage dafür, dass wir hier überhaupt leben können und Nahrung haben. Und dann müssen die so elendig leben, dass die einfach vor Erschöpfung, weil sie nichts mehr finden, weil wir hier diese ganzen, ich glaube, die nennt man Bastard, diese Zuchtbienen. Ja, weil wir hier überall diese Honigzuchtbienen haben und weil die Menschen diese Gehirnwäsche haben, dass es die Honigbiene wäre, die uns hier helfen würde. Aber die Honigbiene ist diejenige, die die echte Biene tötet. Und die Honigbiene bringt gar nichts, weil die Honigbiene ist krankheitsanfällig und ja und ist auch faul. So eine Hummel macht ja 5-mal mehr Arbeit und die arbeiten auch schon bei sehr kalten Temperaturen, wenn man noch gar keine Biene sieht im Frühjahr sonst. Dann sind aber diese Hummeln, die sind schon aktiv. Also die Hummeln sind das Wichtige. Auf die Hummeln muss man achten und die Hummeln muss man ja pflegen und schützen. Ja. Und diese Leute da, diese Landbesetzer haben jetzt, die immer noch da stehen, die Bienen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Also wenn man denen das doch schon sagt, und der auch noch so tut, als ob er Imker wäre, ist mir alles so schleierhaft, wie Menschen so übergriffig sein können. Ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Stadt es erlaubt hat. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es bleibt spannend, wir werden sehen. Aber mir hat es trotzdem das Herz gebrochen und wer weiß, ob die Hummeln überhaupt wieder hierher kommen, wenn sie einmal nicht mal da waren im Schuppen. Wer weiß, vielleicht sind die da schon 30 Jahre, jedes Jahr, immer. Immer war da ein Hummelvolk.
Also ich bete, dass die Hummeln wieder kommen. Ja, und ich werde alles dafür tun. Und noch mehr werde ich für die Hummeln tun als vorher jetzt. Ehrlich gesagt habe ich bis jetzt noch keinen getroffen, der wirklich was über Hummeln wusste. Die Leute wissen nicht, dass es Bienen sind. Sie wissen nicht, dass es echte Bienen sind. Sie wissen nicht, dass das die Bienen sind, die so wichtig sind. Die wissen nicht, dass die Honigbiene eine Zuchtbiene ist. Es gibt zwar eine Honigbienenart, die natürlich ist, aber dass das alles so Züchtungen sind. Und ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert. Ob man einfach im Internet so eine Bienenkönigin kaufen kann und so einen Kasten. Und dann kann man da einfach als Vollhorst, kann man da einfach irgendwie dann da Imker spielen. Ich kenne mich da nicht aus. Also ich finde, es müsste ein Gesetz geben, dass Honigbienen generell verboten werden. Also die gezüchteten müsste alles verboten werden zum Schutz der Hummeln. Und in ganz extremen Ausnahmefällen, dass man das irgendwie beantragen darf, dass man da sowas haben darf, Honigbienen. Aber eigentlich müssten die komplett verboten werden. Aber was da ein Geschäft mitgemacht wird. Es muss ja nur irgendwo eine Biene abgedruckt sein auf irgendwie so einer Lebensmittelverpackung und die Leute denken dann gleich, boah, ist das toll, und dann zahlen sie auch gleich den fünffachen Preis. Das ist ja alles eine Geldmacherei. Und dann haben die ja alle ihre Apparate zu Hause, so groß wie die gesamte Wohnzimmerwand. Und dann haben die das Tag und Nacht laufen. Und hauen sich da so einen Unfug in den Kopf rein. Und denken und glauben das alles. Die glauben den Quatsch, ja. Die glauben Corona. Die glauben, Kühe sind lila. Die glauben, es ist toll, dass man legal seine Kinder umbringen darf. Oder umbringen, dass das toll ist, Massenmörder seiner eigenen Kinder zu sein, legal. Und dafür sollen ja neue Gesetze kommen. Die glauben, dass es toll ist, 5G zu haben, womit wir dann alle voll kontrolliert sind, noch mehr als jetzt. Und die glauben, dass es toll ist, dass SpaceX Raketen ins Weltall schießt. Die glauben, dass es toll ist, dass Amazon Raketen ins Weltall schießt. Kauft doch nichts bei Amazon. Und diese SpaceX und dieser Elon Musk, das ist doch niemand, der die Welt rettet, also retten nicht, aber erhalten möchte. Das ist ein Wahnsinniger. Das ist einer, der auf volles Risiko setzt und schon immer gesetzt hat. Und der dann halt Geld von der Regierung geschenkt bekommen hat. Immer mal, weiß ich nicht, 10 Milliarden oder 8 Milliarden oder Millionen oder keine Ahnung, hat Geld geschenkt bekommen, sonst wäre ständig in Konkurs gewesen. Und einer, der auf volles Risiko setzt, dem vertrauen jetzt auf einmal alle Menschen den Planeten an und das All, der wird es alles kaputt machen. Aber die Leute sind begeistert. Boah, ey, wie findet man da eine Haltung, dass man damit umgehen kann, dass man mit so vielen Verrückten umgeben ist? Aber wenn ich sage, eine Kuh ist braun und jemand, der den ganzen Tag Fernsehen guckt, der sagt zu mir, eine Kuh ist lila. Der sagt zu mir, ich wäre verrückt. Da kommt man ja irgendwann nur schon in eine Psychiatrie, weil man sagt, eine Kuh ist nicht lila. Die Leute haben so ein verdrehtes Gehirn. Das ist erschreckend.